Radio Raufass. Fußball-Bundesliga Saison 2016-2017. Seit dem 26.08.2016 läuft sie nun. Die 54. Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Exakt 105 Tage. Das sind mehr als 3 Monate. Nach dem 34. Spieltag der vergangenen Saison startete die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern bestritt als Titelverteidiger das Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen, das 6:0 für die Münchner ausging. Die Bundesliga beginnt damit so spät wie seit 44 Jahren nicht mehr. Nur 1972 fand das erste Spiel noch später statt, damals sogar erst am 16. September. Grund hierfür waren die Olympischen Spiele, die vom 26. August bis zum 11. September 1972 in München ausgetragen wurden. Auch diesmal ist Olympia in Rio, wo die deutsche Auswahl die Silbermedaille gewann. Ein Grund für den späteren Start. Neu in der Liga sind der SC Freiburg und der RB Leipzig. Die beiden Vereine sind in der vergangenen Saison von der 2. in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Während der SC Freiburg schon zum 5. Mal in die 1. Bundesliga aufstieg, ist RB Leipzig ein Neuling und damit der 55. Club, der seit 1963 den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Der zu Saisonende Erstplatzierte der Bundesliga ist deutscher Fußballmeister und bekommt die Meisterschale überreicht. Zudem darf ein Verein ab 3 gewonnenen Bundesligameisterschaften einen, ab 5 einen zweiten, ab 10 einen dritten sowie ab 20 errungenen Meisterschaften einen 4. Meisterstern über den Vereinwappen tragen. Der amtierende Meister darf in der laufenden Spielzeit auch eine goldene Version des Bundesliga-Logos auf dem Ärmel tragen. In den bisher 53 Spielzeiten der Bundesliga errangen insgesamt 12 verschiedene Vereine den Meistertitel. Erfolgreichster Verein ist mit 25 gewonnenen Bundesligameisterschaften der FC Bayern München, der auch die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga anführt. Es folgen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund mit jeweils 5 sowie Werder Bremen mit 4 gewonnenen Titeln. Die Stadien der Bundesliga gehören außerdem zu den größten und modernsten der Welt. Die meisten Stadien wurden ab dem Jahr 2000 teilweise im Rahmen der Vorbereitungen zur Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 umfassend modernisiert und ausgebaut oder neu errichtet. Doch auch nach dem Turnier hält der Bauboom an. Um konkurrenzfähig zu bleiben, bauten auch die Vereine aus kleineren Großstädten, wie beispielsweise Augsburg, die WWK Arena. Die größeren, modernen Stadien sind mitverantwortlich für den Zuschauerboom in den letzten Jahren. Wie in jeder neuen Saison gab es auch diesmal einige Spielerwechsel, beispielsweise Mats Hummels und Mario Götze. Sie kehren zu ihren Jugendvereinen zurück. Die beiden Nationalspieler sind die mit Abstand prominentesten Transfers des Bundesliga-Sommers. Doch nicht nur der FC Bayern und Borussia Dortmund haben so einiges im Kader verändert. Auch die anderen 16 Bundesligisten rüsten für die neue Spielzeit auf. Nun dürfen sich alle Fußballbegeisterten wieder auf spannende Spiele freuen, bis die Bundesliga-Saison 2016-2017 am 21. Mai nächsten Jahres mit dem 34. Spieltag endet und auch dann wieder neue Auf- und Absteiger feststehen. Ein Bericht von Anna Haas, eingesprochen von Sophia Oeffeler für Radio Raufass.